Grünen-Chef Omid Noripur sagt, es ist erdrückend deutlich, wenn man sich die Indizien anschaut, dass alles für Russland spricht, wer den Staudamm sprengte. In der Berliner Taz ist zu lesen, dass es das Anzeichen der bevorstehenden russischen Niederlage sei, alles unter Wasser zu setzen, bevor die russische Armee ihren Rückzug antritt. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kann man sogar lesen, die Sprengung des Kachowskaer Staudammes seien unverhohlene Vernichtungsfantasien bezüglich der Ukraine in den russischen Medien. Nun, ich schaue im Vergleich sowohl die westlichen Medien als auch die russischen Medien. Und von unverhohlenen Vernichtungsfantasien kann ich bisher in den russischen Medien nichts feststellen, sondern in den russischen Medien wird immer sehr klar unterschieden zwischen den Handlungen der Kiewer Regierung und dem Leiden des ukrainischen Volkes. Meiner Meinung nach sollten wir uns mit den Fakten beschäftigen, weil das, was hier die Grünen sagen, die Taz oder auch die FAZ sagt, das sind Behauptungen und Hinweise auf Indizien, die aber nicht genannt werden. Ich habe mich mit den Fakten beschäftigt und Folgendes herausgefunden. Zwischen dem 8. Juli und dem 18. Oktober 2022 ist der Kachowskaer Staudamm 9-mal beschossen worden. Und zwar 9-mal von Seiten der ukrainischen Streitkräfte. Das hat dann dazu geführt, dass der russische Vertreter bei der UNO, Nebenza, am 21. Oktober 2022 einen Brief an den UN-Sicherheitsrat geschrieben hat, eine Sitzung einzuberufen, um sich mit diesem Beschuss des Kachowskaer Staudammes auseinanderzusetzen. Er hat aber keine Antwort bekommen. Am 29.12. letzten Jahres gab es sogar ein Interview von Generalmajor Kowaltschuk, einem der Kommandeure der ukrainischen Armee in der Region, der ganz klar gesagt hat, dass es Planspiele gibt in der Ukraine, diesen Staudamm zu zerstören und man würde das als Ultima Ratio auch durchführen. Diese sehr unsichere Lage hat übrigens dazu geführt, dass sich die russische Armee im November 2022 vom rechten Ufer des Dnieper zurückgezogen hat, um eben nicht bei einer Sprengung des Staudammes dann von den Versorgungslinien abgeschnitten zu sein. Diesen freiwilligen Rückzug der russischen Truppen hat man uns dann in den westlichen Medien als Rückeroberung des rechten Teils von Cherson durch die ukrainischen Streitkräfte verkauft. Was auch ein interessantes Faktum ist, dass zwischen dem April und Mai diesen Jahres der Wasserstand im Kachowskaer Stausee von 14 auf 17,5 Meter angehoben worden ist. Das ist aber nur möglich. Man muss wissen, es ist eine Kaskade von 5 aufeinanderfolgenden Staudämmen. Der Kachowskaer ist der letzte in der Folge. Und der darüberliegende Staudamm Dnipropetrovsk, der wird von der ukrainischen Seite kontrolliert. Und von dort hat man im April bis Mai Wasser abgelassen, um die Spiegelhöhe des Stausees zu erhöhen, was natürlich eigentlich ein Indiz ist, was gegen die Ukraine spricht, weil durch den Beschuss dann am 6. Juni, das war dann der letzte Beschuss, wo dann auch der bereits vorgeschädigte Staudamm dann zerbrochen ist, mit 2,5 Meter höherem Wasserstand natürlich dann auch die Schäden im unteren Bereich des Flusses wesentlich größer geworden sind. Was auch nicht stimmen kann, ist die Behauptung, dass die Überflutungen im südlichen Dnieper-Raum der russischen Armee nutzen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Die russische Armee hat sich ja eingegraben gehabt auf der linken Flussseite, die ukrainische Armee gegenüber auf der rechten Flussseite. Allerdings liegt die linke Flussseite niedriger. Das heißt, durch die Sprengung des Staudammes und durch die Überflutungen sind vor allem die russischen Verteidigungslinien unbrauchbar geworden für jetzt die angekündigte oder auch schon laufende oder vielleicht bevorstehende ukrainische Gegenoffensive. Und so wie diese Gegenoffensive momentan stecken bleibt, es gibt da keinen Durchbruch der ukrainischen Streitkräfte gegenüber Russland, wäre natürlich auch die Überflutung jetzt ein wunderschönes Argument, um von ukrainischer Seite davon abzulenken, dass die Gegenoffensive im Endeffekt gescheitert ist. Das war Hans-Jörg Müller für Kompakt TV, Roter Platz, Moskau.